Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video für Train Team World 3. Und ihr seht es schon, wir sind auf der linken Rennstrecke in der Baureihe 103 unterwegs. So, Owen ist jetzt endlich draußen und kostet 44 Franken. Sollen wir nochmal schauen, was das Set on so kann, wie die Strecke aussieht und wie die Details von den Loks sind, etc. Als erstes würde ich mal sagen, werden wir hier mal aussteigen. Und schauen uns mal die Lok von außen an. Einmal heruntersteigen. Und vom Modell her, und jetzt sind halt natürlich die Wintertexturen mit drauf, sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Drehgestelle schon okay aus. Texturen sind hier scharf. Das passt. Okay, von außen kann ich erstmal nix sagen. Oh, das ist auch ein nettes Detail. Schön, dass sie es gemacht haben. Die Wagen hier, die sind jetzt auch neu mit dabei. Und da zeige ich euch mal kurz ein kleines Detail. Wir gehen mal ganz kurz hier rauf. Tür wieder zu. Wir gehen da gleich nochmal durch, aber auf der anderen Seite gibt es etwas Interessantes. Ja. Komm, Leute, geht's raus. Und zwar, die Sachen hier, die werden jetzt dynamisch angezeigt. Wenn du zum Beispiel auf der Teststrecke bist, dann steht da hier Teststrecke. Und ansonsten, je nachdem, was du als Zugziel drin hast, zeigt er das dann hier an. Das ist ein schönes Detail. Okay, gehen wir mal in den Wagen rein. Schauen uns hier mal um. Ist das bedienbar? Nee, leider nicht. Ja, okay. Das kann man gelten lassen, würde ich mal sagen. Ich meine, Rheingoldwagen wäre natürlich viel, viel geiler gewesen. Das sind die gleichen Wagen. Die gehen jetzt mal ganz nach hinten. Mal schauen, ob wir da noch andere Wagen drin haben. Ja, ich weiß, ihr wartet alle, dass ich die Türen aufmache. Erste Klasse Abteilwagen. Das schaue ich mal an. Naja, also das mit den Leuten, ja, ich glaube, das wird nie sauber funktionieren. Okay. Kann man hier die Sachen hochklappen? Nee. Moment. Warum ist die Temperatursteuerung da unten? Ich dachte, die wäre eigentlich hier oben und nicht da unten. Also da unten kenne ich es jetzt gar nicht. Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare, ob das da unten so richtig ist. Aber ich würde sagen, das ist falsch. Du musst eigentlich hier rauf. Zumindest bei der ÖBB war das so. ja. Das ist dann auch überall. Was steht hier? Reservierungen. Okay. Ja. Moment. Raucher? Der ist Rauchen erlaubt? Okay. Alles klar. So, geh mal wieder raus. Was sonst nur irgendwie. Ist denn wirklich Raucherwagen? Ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist, dass wir jetzt hier Raucherwagen haben. Aber das wäre hier schon mal das Ende. Ich muss da mal in die Beschreibung reinschauen von der linken Rennstrecke, ob das zeitlich so gewollt ist. Okay. Bei euch ist alles okay? Ist jetzt da am Gruppenkuscheln? Ja. Okay. Ansonsten haben wir hier schon ein paar Details, wo man irgendwas sagen wird. Steht doch eine 103er hier hinten. Züge sind natürlich schon längst abgefahren, weil ich jetzt hier warte. Streckensteuerung. Nach einer gründlichen Überprüfung fallen wir als Witzel dann, dass geplante Schließung der Strecke nicht weiter erforderlich ist. Aha. Besuchen Sie das Feuerwerk in St. Goa. Modernisierungsarbeiten für moderne, zuverlässige Bahn. Ja, Standardzeugs. Gut. Na dann. Ich starte mal hier das Szenario nochmal durch. Dann wird man hier nach Fahrplan fahren. Und dann geht's los. Also für euch,
ein kleiner Schnitt und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, und schon bin ich wieder da und jetzt sollen wir hier mal ernsthaft die Türen aufmachen. Damit es hier funkt. Ne, warum geht die Tür nicht auf? Sauerei! Jetzt das den Richtungswender hier aktivieren. Ja, gut. Bremsschlüssel machen wir ein. Bin glücklich. Ah, die Türen sind aufgegangen. Alter, wie das immer aussieht, wenn die da rausquirlen, ey. So, wir müssen mal kurz in den anderen Führerstand. Man kann halt hier nicht durchgehen, ne? Das ist halt wieder sehr geil gemacht. Verstehe ich nicht, warum sie das nicht machen. Es wäre jetzt keine so große Aktion gewesen, dann müsste ich dich hier nicht rausgehen. So. Hier. Ich hätte dich gern. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja, LCB hat es zwar nicht, aber ich mach's mal an. BZB mach mal an. Und den Rest lassen wir hier erstmal so. Okay. Ich möchte hier wieder raus. Tür. Tür, Tür, Tür. Halt. Wo war's jetzt? Da war's jetzt gerade. Tür? Hallo? Hallo? Ich möchte. Nein, ich möchte doch nur die Tür zumachen. Hallo, Tür. Hitpoint. Das gibt's nicht. Wie dumm ist das? Ich bin nicht mit einer offenen Tür. Ah, warte, Moment, da war's jetzt gerade. Danke. Schlimm. Und eins sei nochmal angemerkt, also die Texturen hier drin, ne? Die sind echt schwammig. Und da kann ich sogar durchschauen. Ah. So. Wir machen die Tür zu. So, nein, ich hätte gerne den Schalter da hinten. Nein, komm her. Okay, Beleuchtung ist an. Ist sie wirklich an? Ja, ist auch an. Führerpreisverschuh auf Lösen. Das kriegst du. Zug ist jetzt bereit. Das wird eine, das wird eine lange Fahrt, also legen Sie los. Ja, okay. Und dann zeige ich euch noch ein paar Details, die mir aufgefallen sind bei meiner Testfahrt, die ich mal so kurz für mich gemacht habe. Oh, BCB funktioniert. Und zwar folgendes. Mitunter, wo war es? Lüfter, ne? In der Mitte ist doch eigentlich die Stellung Automatik. So habe ich es zumindest im Kopf drin. Vorne ist er halt durchgehend ein und unten halt aus. Wenn er in der Mittelstellung ist, dann sagt er hier aus. Müsste das nicht eigentlich Automatik heißen? Und dann haben wir hier den Leuchtmelder-Test, ne? Ich muss das dann hier gleich alles angehen. Wenn ich das mal kurz mache. Seht ihr, wie toll das funktioniert. Das ist geil, ne? So, wir können ein bisschen mehr Schmackes geben. Und generell schade, dass sie da mit dem Schmutz hier gearbeitet haben. Dass die Sachen hier alle so dreckig sind. Vor allem hat es dann den Effekt, als wäre das halt hier ein bisschen unscharf. Finde ich jetzt nicht so super, aber ja. Ist wie es ist. Den Lüfter werden wir jetzt die ganze Zeit natürlich hören. Hier haben wir, was haben wir hier hinten noch? Türstandbeleuchtung, Instrumenten, Fahrplanleuchte. Guck mal an. Naja. Führerraum, Heizung, Thermofach, Schlussleuchten, Signalleuchten. Das war's. Die Sachen sind in-op. Fenster können wir aufmachen. Ja. So, Signale schauen gut aus. Wir können ein bisschen mehr Leistung geben. Ja, das ist vielleicht ein bisschen eine ungeile Dreierkamera. Ah, sehr schön, dass wir jetzt die Baureihe 103 TS, zweite schon, TS Classic sagen.
Das Classic gibt es ja schon länger. Train Sim World haben. Also, sowas am Abend bis jetzt erstmal. Ich finde den Führerstand da nicht so geil gemacht. Dann dass der Leuchtmeldertest nicht funktioniert. Man ist brauchbar jetzt nicht zum Fahren, aber moin, Kollege. Aber es sind so kleine Details, wo ich sagen würde, das sollten schon gehen. Das kann ja nicht so schwierig sein, das umzusetzen. In anderen Loks geht es ja auch. Schaut, dass natürlich der Kollege hier nicht funktioniert, aber das ist sowieso schon langes Wunschdenken. Animation von der dynamischen Bremse funktioniert auch. Machen wir ein Fenster auf. Verändert sich auch der Sound. Die Sachen können wir auch hier runterziehen. Bis ganz nach unten. Ich glaube, das wäre mal ein Screenshot wert. Sehr schön. Oh, ein bisschen weniger Leistung. An einem Ort anhalten im Boppard Hauptbahnhof, 8,6 Kilometer. Kannst du haben. Ja, die typischen Wintereffekte. Immer so ab und zu mal ein bisschen faden. Rollgeräusch von den Wagen ist auch okay. Würde sagen, kommt dem Original recht nah ran. Und die Strecke so an sich sieht bis jetzt eigentlich ganz schön aus. Gut, gehen wir mal rein. Ich werde euch mal ganz kurz die Fakten von Daftel Games damit dazugeben, zu der Strecke, was denn so alles mit dabei ist. Also einerseits, 92 Kilometer lange linke Rheinstrecke von Mainz bis nach Koblenz, wie sie in den 1990er Jahren aussah. Okay, aber 1990 durfte man da noch im Zug rauchen? Ich bin mir nicht sicher. Dann die Baureihe 103 in der Lackierung der... Moment. Muss mal ganz kurz niesen. Der Bundesbahn Trans-Europe Express, dann die BA 110.3 in Orientrot, dann AVMZ und BPMZ in der Citywagen, in der roten Intercity-Lackierung der Deutschen Bundesbahn, muss ich mal ein bisschen aufpassen mit der PCB, N-Wagen und der Karlsruher Kopfsteuerwagen in weißer und minzfarbener Lackierung der Deutschen Bahn, Güterwagen, die Schims U708 und die TRDGS 959, extrem detailgetreue, funktionsreiche Führerstände. Mhm, habe ich schon gesehen. Muss man das noch bei den anderen anschauen, wie es jetzt da aussieht. Aber ich habe schon Sachen gefunden, die nicht funktionieren. Lebensechte Leistungs- und Handhabung, zugängliche Trainingsmodule, erhältliche Auswahlszenarien und vollständig mit 24 Stunden Fahrplan. Reisemodus, dann die Nebenaufgaben und ja, dann noch ein bisschen Standard Engine, bla bla. 1990er. Gut, da könnte es vielleicht doch sein, dass man da noch rauchen durfte. Ich weiß es wirklich nicht. Könnt ihr aber auch in die Kommentare reinschreiben, ob das so passt, dass man da die Wagen da hinten zwischen die Kippe anzünden durfte. So, 5 Kilometer noch bis zum Halt. Und leider haben wir halt nach wie vor unsere Mikrohulker. Aber ich glaube, das ist weniger ein Problem von der Strecke, sondern einfach grundsätzlich ein Core-Problem von Train Sim World. Sind da alle auf dem letzten Drücker den Regenschirm noch hochtun. Ja, also grundsätzlich die Fahrt sollte eine Stunde ungefähr dauern, wenn dann nichts dazwischen kommt.
aber im Betrieb hat es geheißen, dass wir einen erhöhten Güterverkehr haben. Mal schauen, was das effektiv für uns heißt. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Ich meine, haben sie sich schon eigentlich eine schöne Strecke ausgesucht. Aber warum halt wieder so kurz? Relativ kurz, sagen wir mal so. Es ist ja schon ein bisschen länger als normal. So, ich sollte hier bremsen. So, ist man ja schnell unten. Bremst ja wie ein Dampfhammer. So, 2,6 Kilometer. So, hier nach oben. Wir müssten da mal ganz kurz schauen, bei der Animation der Drehgestelle. Wir müssten dann später mal schauen, ob wir sehen, dass sich die Bremsen mal anlegen. Ja, die Sachen bewegen sich, das ist okay. Gehen wir hier mal wieder rein. Ja, ja, ich gehe ja schon runter, ich weiß, ich bin zu schnell. Einhundert. Ja, Bremse braucht ein bisschen, bis sie gelöst ist. So, 1,4 Kilometer. Ist gleich da hinten. 14,13. Oh, sind wir etwas zu spät. Bremse ist schon echt nicht schlecht. Auf Minimum. Ah, da könnte ich wesentlich später bremsen. Es wäre natürlich jetzt noch eine Strecke mit LZB interessant. Einfach nur zum Schauen, ob es funktioniert. Aber ich glaube, das machen wir in einem anderen Video. Eine Minute Verspätung. Ja, gibt Schlimmeres. So, mit der Kamera gehen wir wieder woanders hin. Und da wird jetzt wieder keiner aussteigen, oder was? Okay. Humbert, Bingen und dann Mainz. Nicke Rheinstrecke. Nur so ein Detail, aber lasst doch mal den Schnee über den ganzen Lok irgendwie rankleben. Nicht nur da unten. Dass die mal schmutzig wird. Stichwort neues Wettersystem. Es scheitert halt immer an den Details, finde ich. So, zumachen.
Sehr gut. Ja, dann. Kommen wir weiter. Eigentlich müsste ich mal voll hochdrehen, einfach um zu schauen, ob es dann knallt. Ich glaube, dich könnte man eigentlich ausmachen. Warum kann ich dich nicht ausmachen? Ah doch, jetzt. Ach, da bleibst du dann in der Position stehen, wo ich dich ausgemacht habe. Machen wir das so. Hä? Mehr Leistung geben. Machen wir dich nochmal. Ja, es geht dann doch zu. Aber so ist. Lassen wir dich an. Geschwindigkeit 20. Ah. Aber mich überzeugt das Sound nicht ganz so von der 103er. Ich meine, Lüfte übertönt hat leider irgendwie alles, finde ich. Fand ich den Sound in TS Classic von der 103er ein bisschen geiler. Ich meine, nur damit wir es mal kurz gemacht haben. Warum ist es jetzt für dich hoch da unten? Auch hoch. Ist aber nicht richtig. Ah. DTG. Ich will das eigentlich nicht Sicherung. Ja, wenn, dann ist vermutlich auf der anderen Seite. Wo ich bei der Fahrt eh nicht hinkomme, weil ich da nicht durchlaufen kann. Ja, vielleicht mit der Dreierkamera. Könnte ich mich hinten reinglitschen. Bingen am Rhein, 14:38, 34 Kilometer, kriegen wir hin. Mein Kollege. Es wird nicht lange dauern, bis dann die ganzen V-Pains für die Wagen und so weiter rauskommen. Also ich spiele das Ganze jetzt hier einen Tag nach dem Release. Widerstand 1. So, Nummer 30. Dann kann man es eigentlich auch hier hinsetzen, wenn wir wollten. Ja, das können wir. 116 Tonnen. Handbremsgewicht 13 Tonnen. 200 mit der Malbrettern. Ja, die Überraschungen hier. Ah, alle Standards. Da auch noch mit Türsteuerung. Setzen wir uns wieder hin. Oh, leckerte. Oh, wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Da passt man einmal nicht auf. Eh gerade schon 120 da hinten. Also ich erkenne es auf jeden Fall wieder. Zumindest von TS Classic, ja. Was? 100? 20. Oh, das wäre nochmal ein schönes Foto.
Schade, dass hinten dieser Schneeeffekt manchmal so in sich einsackt. Aber das ist doch 100. Habe ich mich nicht versehen. Ach, da hätte ich runterbrennen sollen. Mein Fehler. Ich war irritiert, dass es da rechts oben nicht angezeigt hat. So, komm, alte Dame. Das sind aber keine sehr schöne Texturen, da sind aber auch gerade ein Spalt im Berg drin. Ja, das sieht aber nicht so schön aus hier. Und mit der Engine geht sowas aber ein bisschen schöner. Eine Felswand. Ansonsten, auf der anderen Seite kann man ja nicht sehr viel falsch machen. Das ist sehr viel Wald hier. Zwei Stelle ist, so wie es aussieht. Steht auch der nächste Güterwagen, Zug. Aber ich sehe schon kommen. Sie haben ja auch für die zwei Dampfloks Lackierungen rausgebracht. Das ist eine Railtour-Lackierung. Das verlangen die 14 Franken. Alter, was? Das habe ich gedacht, das sind irgendwie komplett neue Dampfloks oder so. Wie ich da gesehen habe, ne, 14 Franken für einfach nur Lackierungen. Also die schauen teilweise schon cool aus, aber 14 Franken, nee. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann für jetzt, wo die 103er da draußen ist und die Rheingold-Lackierung hat, also vermutlich dann die Rheingold-Lackierung für die Wagen hinten gibt, was dann auch nochmal 14 Franken kosten. Aber da wird es garantiert entsprechende Sachen erstmal im Creators Club haben, und zwar kostenlos. Aber generell auch da, dass wir da so ein Zusatzpack kriegen mit den Rheingold-Sachen, also dass zum Beispiel auch der Aussichtswagen mit dabei ist, das wäre schon irgendwie ganz nett, dass man meinen wirklich einen echten Rheingold fahren kann. So, was? 90. Okay. Dann sagt das interessanterweise an. Geh mal kurz. Ja, das passt. Was wir jetzt noch gar nicht getestet haben. Das ist das Zughorn. Mal ausprobieren. Wow. Das ist ja mal richtig leise. Als wäre das irgendwie einen Kilometer Entfernung. Ist das hier draußen auch so leise? Nee, da ist etwas lauter. Also nach meinem Geschmack her könnte es lauter sein, vor allem hier im Führerstand. Irgendwie der Simulator und es ist immer teilweise totale, wie sagt man da, aber teilweise ist es total unterschiedlich. Also entweder ist es viel zu laut oder viel zu leise.
Stufe 10. Also, GCB ist momentan echt auf meiner Seite. Wir haben wirklich freie Fahrt. Bis jetzt. Und von den Güterzügen habe ich jetzt nicht sehr viel gesehen. Also, dass sie ja drum gestanden sind. Ah, mein Karlsruher Kopf müssen wir unbedingt mal fahren. Das ist so ein schöner Triebkopf, finde ich. Es sieht halt auch scheiße aus, da diese Felswand. Jetzt haben sie den Rest so schön gemacht und dann sieht das wieder kacke aus. Oh, so schöne Tunnelportale. Früher haben sie teilweise schon ein bisschen mit mehr Liebe gebaut. Heute ist das eher funktional. Wenn ich jetzt beim Waydriver die Scheibenwischer ausmache mit dem Knopf, gehen dann beide aus. Ne, ist nur rechts. Nein, dankeschön. So, mir dürfen mehr Gas geben. Kriegst du. Und dann 140. Wahnsinn, wir kommen wieder auf Geschwindigkeit. Ach, stimmt ja. Außer Betrieb. Umschaltung. Hä? Warum außer Betrieb? 40. Ich weiß jetzt noch nicht. 44 Franken. Ich finde es nach wie vor teuer für so ein Add-on. Aber die Strecke sieht zumindest bis jetzt okayisch aus. Ich meine, die Felsen schauen halt nicht so geil aus, aber der Rest ist ganz okay. Bleib halt dabei, also eine richtig lange Strecke wäre halt mal was. Da gebe ich dann auch gerne mehr Geld aus. Oder vielleicht die Strecke, die wir so in TS Classic nicht hatten. Aber das ist wiederum schwierig, weil in TS Classic gibt es gefühlt jetzt mittlerweile alle Strecken im Dachbereich und England. Von diversesten Herstellern. Ja, jedes Mal, wenn er so einen kleinen Schluck aufhat, dann geht hier der Effekt runter. Na gut, rein in die Lok. So lange sind wir nicht mehr im Tal, oder? Zwei Kilometer, 120. Schade. Leicht, wenn man komplett nach links geht. Oh, 120.
zu meinen Experimenten. Minimum bitte. Boah, der Lüfter, ne? Gerade schon wieder 130. Moin. Hey, das ist kein Nummernschild. Was soll das? Das ist illegal. Und ich glaube in den 1990er Jahren gab es hier definitiv Trennlinien auf der Straße. Es scheitert immer am Detail. Wenn du genau hinschaust, dann findest du die Fehler. Aber wenn jetzt die anderen Sachen halbwegs okay sind, sodass der Steuerwagen, die 110er, keine schwerwiegenden Probleme haben, dann glaube ich, kann man sich das Add-on hier mal holen. Ist eine nette Strecke. Im letzten Drücker drüber fahren. Ist klar. Alter, halt es doch mal Abstand zum Gleis. Überall. Schlimm mit den Leuten hier. Ja, ne? Ich glaube, wir beobachten mal ein bisschen den Panto hier. Das sah jetzt gerade sehr interessant aus. Flug ab und zu. Schauen wir mal der nächsten Brücke oder so. Lag-Attack. Aber das ist natürlich nicht so geil, dass wenn die Oberleitung runtergeht, dass der Panto da nicht mitmacht. Weil das sah jetzt vorhin nicht so geil aus. Sorry, dass das jetzt gerade ein bisschen lauter ist. Wobei, wir könnten mal drin bleiben. Mal hier so ein bisschen nach unten. Bis die nächste Brücke kommt. Moin, liebe Leute. Ja, ist er wirklich hinterher? Kommt er nicht bei so Änderungen? Schade. Wo ist denn eine Brücke oder Tunnel, wenn man es mal braucht? Boah, ich könnte echt Quality Control werden bei Dovetail Games. Kilometer, bald sind wir da. Dann fahren wir jetzt 40 Minuten. Ja, das dürfte bald mal am Ende der Strecke sein. Ich will das ein bisschen im Detail sehen hier. Oh, Schiffe.
Von da. Sieht aber von der Textur ein bisschen matschig aus. Leider Gottes. 130, lass mich schneller fahren. Aber hat wirklich viele Türme hier auf der Strecke. Wo denn da? Leider halten wir hier nicht. Und dann auf den Bummelzug hier warten. Ja, wow. 130 und dann gerade wieder 120. Das ist auch irgendwie geschenkt. Mal kurz was ausprobieren. Mich würde es interessieren, ob man das von draußen sieht. Ja, das sieht man. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Wingen Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also ist geraten, aber ich hoffe mal, dass es rechts ist. Also für das, dass das ein Special-Szenario ist, fühlt es sich eigentlich an wie Standard-Fahrplan-Szenario. Normalerweise hast du dann immer wieder mal so Specials drin. Naja. Ich meine, voll die grüne Welle hier. Gewesen. So, runter mit dir. Scheiße, jetzt wird es mal, glaube ich, eine Notbremse reinhauen, oder? 40 Kilometer. Du hast ein bisschen aggressiv gebremst. Die könnten. Kannst du mit der Helligkeit immer das heller machen? Erhöhen Value. Ja, wow. Alter, wie kann denn das sein? 44 Franken, ich hab's Zeit gehabt. Und dann kommt so ein Scheiß dabei aus. Das wird doch überhaupt nicht getestet, oder? Ah, das ist echt traurig. Also, mal schauen, ob sie da überhaupt ein Patch für das rausbringen. Und ich will die Leute einfach genügend nerven. Aber da sehe ich den Preis eher so bei 30 oder 20 Franken. Und nicht, sag mal, was wird denn das jetzt? Interessant. Achso, weil da ein Kollege steht. Kann man machen. Ah, ich sehe schon. Wenn ich dann mit der 110er fahre und den Triebkopf, dann werde ich bestimmt auch wieder Sachen finden. Ein bisschen geht noch. Komm, alte Dame, zieh noch ein bisschen vor. Ja, sonst bleiben wir hier stehen.
Sag mal, heute muss ich die ganze Zeit niesen. Warum hast du eigentlich, du den Stromabnehmer unten? Fährst du heute nirgendwo mehr hin? Doch, du fährst theoretisch in die Richtung. Steht bei deinem Wagen eigentlich was drauf? Nee, ne? Schade. So, Mr. Stromabnehmer. Ich will dich jetzt gleich mal beobachten da vorne. Schauen, ob du nach unten gehst. Türen verriegeln. Bremsen lösen. So, nächster Halt Mainz. Oh, die ist weg, Kollege. Geht jetzt mit runter. Also hier scheint er jetzt erstmal mitzumachen. Das erste. Na, sitzt er. Er macht jetzt aber mit. Da schon wieder. Schwebt ab und zu. Ach, Dachteil Games. Ich meine, das ist jetzt keine neue Sache. Uh, 160. Ja, das sehe ich doch gerne. Ein bisschen Schmackes hier. Denke ich nur noch 120. Ah, nicht 120, 200. So. Oh, so viele Baureihen 103 hier unterwegs. Das wäre echt mal schön. Das war jetzt gerade ein bisschen viel Leistung. Aber sie hat es gepackt. Jetzt teilweise noch geile Stellwerke. Da glaube ich, hätte schon Bock drin zu arbeiten. Hier auf der Strecke. Boah, wie die wegzieht. Die hat aber auch nicht wirklich viel da hinten drin. Und sie hat jetzt brutal viel Leistung, ne? Gleich 160. Das ist eine gefährliche Geschwindigkeit. Da sollte man nicht drüber kommen. Wegen einer PCB. Muss ich mal die Zwangsbremsung garantiert. Wobei, warte mal, die PCB geht dann jetzt sogar ein bisschen höher. Ich glaube, 65. Könnte jetzt falsch sein. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es ein bisschen drüber geht. Als Tolerant. Gerade wieder 150.
Ich gönn mir meinen Spaß nicht. Das sieht auch geil aus. Das mit der Sonne im Hintergrund. Leistung verlängern, wobei wir glaube ich können hier auf 20 gehen. Mal einen Schluck von meinem schönen Schwarzen hier. Schwarze ist schon was Cooles. Vor allem wenn es ein guter ist aus dem Teeladen. Wird gleich viel geiler. Wieder 160. Ah, das. Ich glaube, ein bisschen ärgern am Lokführer da. 50, 160. So kurze Momente. Oh, Brücke. Strombabnehmer. Naja, hat er da jetzt mitgemacht. Aber trotzdem. Nicht so schön. Davon, Gott schon wieder 150. Da konnte ich echt ein bisschen cruisen hier. Also ausfahren rentiert sich irgendwie nicht. Irgendwie auch nichts. Habe ich eigentlich irgendetwas hier noch nicht bedient? Hm. Nee, ich glaube, wir haben hier soweit mal alles gesehen. Jetzt gehen wir mal runter, dann kommt ja wieder 150. Und dann gerade wieder 160, wegen der Kurve hier. Soll ich mich trauen, einmal auf 200 hoch zu beschleunigen? Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, das war in der Marcella Express. Und es ist nicht gut geendet. Und hier ist ein bisschen blöd mit den Kurven. Ah, ich glaube, wir werden mal mit der 103er auf irgendeiner Schnellfahrstrecke mal fahren. Oh, komm. Ein bisschen schneller darfst du fahren. Ich könnte mal eigentlich mal auf Steam die Reviews kurz anschauen. Oh, die sind überwiegend negativ. Was haben wir da? Hier steht nur aus Bugs, fehlenden falschen Signal und schlechter Performance trotz sehr gutem PC. Ja. Again, poor performance on a system with a high-end system. PCBs are gonna rather still and buggy. Gibt natürlich ein paar positive, die vor allem die Strecke grundsätzlich schön finden, finde ich ja. Dann haben wir hier Magic Strom bei der 103er, scheint zumindest einer. Die kommt nach ohne Oberleitung fahren. Wollte ich noch nicht ausprobiert.
ob das stimmt. Und was haben wir noch? Oh, da haben wir was Ausführliches. Schatten er da. Oh, irgendwo auf der Strecke hat es einen geöffneten BU und der wurde nicht entsprechend angezeigt. Das ist gar nicht aufgefallen. Aber nachdem es erst gerade ein Tag nach Release ist. Aber ich werde auf alle Fälle meinen Senf auch noch dazugeben. In den Bewertungen. Kilometer. Das könnte man halbwegs on time schaffen. Ich frag mich, was für Rechner Daftic Games nutzt. Und ob das bei Ihnen flüssig läuft. Aber wenn ich jetzt tagtäglich damit arbeiten müsste, würde mich das doch auch irgendwann nerven, dass der Spieler immer wieder so Aufhänger hat. Und da würde ich mich doch mal dran setzen, das zu beheben. So eigentlich. Da nicht irgendwie mal als Passagier kurz reinschmuggeln kann. Die haben ja keine Notbremse rein. Ich will mal wissen, wie es hier drin so klingt. Okay. Ja, ich glaube, das kann man gelten lassen. Ja, doch. So, ab zur Lok. 100. Kannst du haben. Ist die Ankündigung schon gewesen? Mal bremsen. Hier erst. Das ist aber sportlich. Leistung. Sind ja gleich in Mainz. Lassen. Noch hat es ein, zwei Gleise zum Rumspielen. Einmal 80. In
1,5 Kilometer. Ja, sind wir ja sehr gut in der Zeit. Ja, wir sind stolz. Neues. Lass ich noch. 40. Wie kommst du? Komm, bisschen runter. Just in case. Ah, das war wieder zu viel. Da vorne ist Schluss für uns. Ja, tatsächlich der Schnee auf da drin. Das Detail haben sie gemacht. Wenn 500 Hertz. Wahnsinn! Ich habe es ohne Zwangsbremsung geschafft. Das muss man fast irgendwie in den Kalender reinschreiben. Heute, 17.03. Paul Bucher ist ohne Zwangsbremsung gefahren. Bei aktiver PZP. Okay. Ja dann. Machen wir mal die Türen auf. Achso, beziehungsweise hat er eh schon das offen gemerkt, weil ich da eine Tür aufgemacht habe. Gehen wir mal hier raus. So, lass. Oh. So, lass mich raus. Nein, ich werde da jetzt sicherlich nicht bis 15.01 Uhr warten. Aber, ja, was ist jetzt mein Fazit von dem Add-on? Also ich kann es jetzt nur teilweise bewerten. Ich muss jetzt noch die anderen Kollegen hier testen, die zwei da. Wenn ich es jetzt nur auf die 103 reduziere, hat ihr die Macken, wo ich jetzt sage, die hätten jetzt nicht sein müssen. Vor allem nicht für einen Preis von 44 Franken, also die, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Also das, nee. Ansonsten vom Optischen her sieht es okay aus. Die Wagen auch. Ich meine, das ist ein nettes Detail. Die haben ein gutes Laufgeräusch. Die Strecke an sich. Das mit den Signalen, was ich jetzt da in den anderen Kommentaren gesehen habe, kann ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Aber da bin ich auch die falsche Fachperson für das. Wenn ich es jetzt so von der Strecke an sich sehe, die Felswände könnten schöner sein. Ansonsten ist die Strecke eigentlich ganz okay. Also ich hätte den Preis jetzt mal auf eher bei 25, 30 gesehen. Also wenn es euch nicht super wichtig ist, die Strecke, dann wartet vielleicht nochmal, bis das in einem Sale drin ist oder der erste Patch mal rauskommen ist. Aber ich sehe es jetzt nicht, dass man dafür so viel Geld jetzt erstmal ausgeben muss, vor allem mit diesen Kinderkrankheiten. Außer man ist halt mega Fan von einer 103er. Ich meine, abgesehen von den Mini-Details, fährt sie erstmal. Frage ist mit LCP, ob das funktioniert. Dazu brauchen wir aber eine andere Strecke hier. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt vielleicht einen Daumen nach oben oder schreibt unten einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch Mitglied hier vom Lion Squad auf YouTube. Und dann seht ihr die Videos weiter im Vorhinein. Und dann wünsche ich erstmal alles Gute, gute Fahrt und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.